Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tales of Arise. Ja, nachdem ich am Ende der letzten Folge ja nochmal außerdem den Kampf mit Eisen eingeleitet habe, weil ich nicht wusste, dass ich den mehrfach bekämpfen kann. Das hatte ich natürlich nicht dann noch weiter aufgenommen. Sind wir jetzt bei 83, 3, sind wir jetzt bei einem von denen auf Stufe 83 Fertigkeiten. Ah. Ich war gerade kurz irritiert, aber. Aber ja, dadurch, dass ich meinen Steam irgendwie abgeschossen hatte zwischenzeitlich und ich halt Steam neu installieren musste, haben sich die Spieledateien deinstalliert gehabt damit. Also nicht die Speicherdaten, die sind alle vorhanden, aber halt die ausführenden Spieledateien. Und die musste ich halt neu installieren und ich habe wohl verpennt, das Ding hier auf Englisch zu installieren. Ups, egal. Da habe ich wohl nicht dran gedacht. Kann ja mal passieren. Daher bin ich jetzt etwas irritiert, aber. Ja. 1400. Damit habe ich das dort. Dann soll ich als nächstes mal, denke ich, schauen, dass ich die da mache, oder? Ja. So, du. Was geben wir dir denn nochmal? Schönes. Ja, ich denke, also eigentlich wollte ich jetzt den hier holen. Aber das wäre eigentlich auch nicht so schlecht. Egal, ich hole jetzt erstmal den hier. Kisara hatte ich. So, schön mit dir. K.O.-Schutz. Rinwell. Da sind die Sachen, habe ich hier noch. Ich glaube, der hier ist der geplante. Ich mache mal den hier als nächstes. Dohalem. Die beiden da einmal. Okay, da hätte ich vielleicht auch drauf gehen können. Egal. Gut. Ja. Dann Schellachroter Nachtschluss jetzt eine. Nach dem Schuppen hätte ich. Ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht nochmal den Kampf einläute, weil. Bevor ich den Kampf gemacht habe, war ich Stufe 81. Also bevor ich ein zweites Mal den Kampf gemacht habe, war ich Stufe 81. Der Kampf hat mich jetzt auf 83 hochgeboostet dadurch. Und fast auf 84. Das heißt, ich kann theoretisch mit dem nächsten auf 85 kommen. Und dann. Und ich habe jetzt noch ein paar Buffs geholt, also ich denke, ich werde tatsächlich jetzt den nochmal machen. So. Weil ich gut an dem grinden kann. Und ich sag mal so, dadurch, dass ich jetzt ja. Aber. Dadurch, dass ich halt hier jetzt auch.
Okay, ich hatte eigentlich, ich wollte sagen, bin ich der Meinung, dass ich dir... Okay, aber ich mache wesentlich mehr Schaden schon, das... Fuck it, ich wollte doch Dings auslösen, Mist. Okay, Sarah ist wieder down. Sehr schön. Nicht. Komm. Aber. Das ist natürlich nicht so optimal, was ich da noch... Also vielleicht hätte ich das doch nicht machen sollen. Alter, ist das schmerzhaft für dich, Sora. Alter, schon wieder K.O.? Das läuft ja mal sehr gut. Nicht. Alter. Scheiße. Nicht gut. Läuft nicht so gerade. Aber... Oh, fuck it, ey, Shion. Hä, wie war der... nein, das ist nicht das, was ich machen wollte. Okay. Wieso läuft er da automatisch hin? Das ist das, was mich gerade irritiert. Wieso kämpft er automatisch, hä? Wieso zum Hänger kämpft er automatisch? So. Der soll nicht automatisch kämpfen, ich möchte bitte die Kontrolle haben. Gut. Sehr gut damit. Phoenix Cyclone! Now! Shield! Go for it! Prepare to crumble! By the power of the shield! This one's done! No messing around! Purge
So, nochmal wieder den reinpfeifen. Mhm. Oh, Scheiße. Oh, schade. Wenigstens kann man den im Grunde relativ gut ausweichen. Alter, kann er mal aufhören, Shion zu fokussieren? Fuck, hier nur ein Trank des Lebens. Hm. Gut, dann mach ich den mal. Scarlet Inferno! Alter, ey, what the fuck? Fuck, jetzt wieder nicht getroffen. Alter, ey. Wie oft macht er das Ding denn bitte sehr? Also ich hatte das Gefühl, dass ich den Kampf dann nicht auf der Aufnahme war. Beziehungsweise, wo ich die Aufnahme am Anfang des Kampfes beendet hatte, irgendwie besser hinbekommen hatte. Alter. Alter, ist das unangenehm. Alter. Okay, letzte Runde und dann mal sehen. Whatever comes next. This is just the first step. Okay, geht ja gerade noch. So, sehr schön. Oh, das sollte reichen, dass ich hier jetzt... Endlich. Okay. Okay, lohnt sich nicht mehr für mich. Also 84, das lohnt sich jetzt nicht mehr, da nochmal weiter zu ballern. Dafür sind die Verluste quasi zu hoch, die ich dadurch einstecken muss. Hm, 1200. Ja.
nicht. Hier ist eigentlich Resistenz 30, mhm. Verteidigung 10, das heißt mit Resistenz 50 fahre ich hier doch eigentlich relativ vernünftig dabei. Angriff 50 wäre also auch nochmal ein. Das, was zumindest zum Teil interessant ist. Naja, hier sind keine weiteren Kämpfe mehr, weil ich habe ja das Gebiet nicht verlassen gehabt. Daher ist natürlich auch kein Gegner respawned, glaube ich zumindest. Ich muss da runter. Gut, dann. Dann werde ich, denke ich, mal als nächstes wieder zum Trainingsgelände gehen. In Hoffnung, dass ich dann dort mit Rinway das eine Training jetzt vernünftig abschließen kann. Sie ist ja jetzt um einiges stärker als vorher. Dass ich für ihn hier dann das stärkere Schwert basteln kann. Rein aus Interesse, ich schau mal, aber ich gehe nicht in die. Okay, das heißt, wahrscheinlich ist der scharlachrote Nachtriss der vorletzte, gehe ich mal von aus. Gut. Ich gehe da mal. Ah ja. Menenzia, Wissend. Ne, nicht Wissend. Übungsgelände. Das ist irgendwie ein bisschen irritierend jetzt mit der. Dadurch, dass ich es auf Deutsch habe. Wenn man die ganze Zeit vorher nur auf Englisch gespielt hat und dann jetzt Deutsch. Auf Deutsch hat. Fertigkeitenmatrix, vielleicht nochmal schauen, ob ich noch was mit Rinway machen kann. Ist mir aber safe, ausbringen in der Luft. Öter Schaden in der Luft, brauche ich ja nicht. Öter Schaden bei Niederstreckung, bringt mir gerade nicht viel. Erstmal Gruppenkampf, denn 40, 60, kann ich beides theoretisch machen. Ja, 99 glaube ich irgendwie ja nicht. Die kann ich theoretisch beide ohne Problem machen. Das kann ich. Das könnte ich inzwischen auch machen, denke ich. Aber ich möchte erstmal die Geldpreise einsammeln. You've got a knack for battle. Turn the table and still plan on training. That's what I like to hear. As impressive as always. Ah, here I hope there was a good. No, I mean you're even better than ever. I've never seen Xion actually look flustered. Ich bin gerade am Schauen, aber ich denke, ich setze ich hier jetzt schon Sicherheitshalber einen Cut? Ja, ich glaube ja. Sicherheitshalber setze ich hier schon ein. So, geht direkt weiter. Komm. Komm, weg mit dir. Komm. I thought you more defensively minded. Defense via threat elimination, though the best defense is a good offense.
Komm und weg mit dir. Komm, der ist auch gleich weg. Und tschüss. Gut, damit habe ich dort wieder ein bisschen Cash. 5,57. Ist ein bisschen länger. Sollten wir inzwischen, glaube ich, schneller hinbekommen. Wie wäre es mit so 4 Minuten? Ja, der geht doch eigentlich schon mal relativ fix jetzt down, tatsächlich. Fuck, er paralysiert, egal. Okay, damit ist der schon mal weg, der Dicke. Damit sollten die Fliegedinger auch weg sein, denke ich. Und okay. Damit, da habe ich relativ fix sogar schon hier alle jetzt down bekommen gehabt. Jetzt ist der weg. Okay, die sind das. So, einmal den hier. Danke. Oh, der hat nur noch die Hälfte seiner Lebenspunkte. Oh!
Komm, geh noch mal. Komm, jetzt sollte er doch eigentlich mal. Danke. Der erste schon mal weg. Der hatte nicht so viel Schaden bekommen gehabt, das ist schade. Ah, wieder Half-Life, sehr schön. Und tschüss. Sehr schön. Gut, dann Einzelkampf. Rinwell. Rinwell fehlt ja noch die ultimative Herausforderung. Knöchel der Stiel, Geisterschwanz. Mhm. Law fehlen die, die fehlen. Die bringen mir aber nichts, denke ich. Angeroute der Allianz. Mhm. Teufelsskulptur bringt mir Dohalim. Geisterschwanz, Rindle. Ich denke, glühender Zahn ist das, was ich brauche. Gut. Hi, Hoodle. Raging Cascades. Friend, not on my watch. Magic. That's not good. Sleep now. This will come in handy. Tempest Whirl. Hit. Here comes. Hit. Here's another. Mal da raus, bitte, schnell. Go get him. Here goes. One last one. Here goes. Hit. Not in your dreams. Shit. Ich muss halt quasi versuchen, ich muss halt schon versuchen, hier möglichst wenig getroffen zu werden von allen Angriffen. Und raus bitte. Raging Cascade. Spread. Here goes. Hit. Here's another. Bullseye. More where that came from. Take that. Okay, jetzt kommt der Scheißding. Das Ding ist halt sehr unangenehm für mich. Immer schön verteilen. Entfernung halten. Geht mir auch nicht hier das Ding in irgendwie bestimmten Geschwindigkeiten zu machen, sondern halt einfach, dass ich den Scheiß hier überlebe, weil nicht gut. Weil ich hier bisher immer Raging Cascade.
Vanquish darkness. Nicht gut. Divine streak. Dance in the wind. Air thrust. Oh, sparkling stars of light. Rain down and purify all. Nicht gut. Fuck it. Komm. Danke. Sehr schön. Ey, ich steck in dem drin. Okay, das bringt mir nicht so viel, aber nicht gut. Danke. Oh, sparkling stars of light, rain down and purify all. Mega! Aber Meteorsturm ging durch, aber das reicht nicht, weil ich. Do or die. Raging cascades. Raging cascades. Fuck it, echt. Das ist halt echt nicht. Oh, sparkling stars. Vanquish darkness. Ich bin halt echt. Schon wieder tot, weil ich hier. Fuck, das war nicht gut. Ich werde das wieder nicht schaffen. Nope. Das Bescheiden ist halt auch, dass ich hier nicht heilen kann. Also sie kann nicht heilen. Das ist das. Nope. Wird also immer noch nichts. Beziehungsweise ich habe einfach keine Lust mehr, dementsprechend diese Unmengen an Zeit zu investieren da rein. Gut, So, Lenegas, öffentliche Parkzone. Finally. If only we could have flown with the wind to get here faster. Waffen fertigen. Ich schaue einfach mal. Ja, glühender Zahn brauche ich. Ach, hier eine Karotte. Ich brauche eine Titanzahn. Ja, die Dinger bringen halt mir alle nicht. Ich brauche halt. Reichvereiner. Aber dafür brauche ich glühenden Zahn, welchen ich bisher noch nicht bekommen habe. Ansonsten habe ich alles schon. Mhm. Fangen wir erstmal mit dem Verkaufen an. So. Und dann kaufen wir mal. Ich brauche einiges an. Alle nichts. Gut, damit sind alle dementsprechend wieder auf 10 hoch. Leider. Und hochführen. Mhm. Komm. Und einmal noch eine Kuh.
Did we really just spend that much money? Was wollte ich machen? Ich wollte... Organisation unterstütze ich den... Ich schaue halt einfach nochmal, aber ich bin halt wirklich der Meinung, dass sie halt nichts zum Heilen hat. Das heißt, ich muss halt wirklich... Es geht halt wirklich darum... Einfach... Ja, es geht halt, ich muss halt wirklich einfach ihr Angriff so dermaßen hochballern oder ich darf mich halt nicht treffen lassen. Irgendwie finde ich die erste Variante angenehmer für mich. Nee, ich wollte ja nicht. So. Ich gehe dann schon mal in die nächste. In die nächste Welt hinein. We finally made it. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das entweder letzte oder vorletzte Welt dürfte das hier sein? Ich glaube die vorletzte. Okay. Ziemlich geil aussehen tut sie ja schon mal. Hi. Ihr seid 83. Okay, das heißt, ich bin sogar über eurem Level bin ich gerade sogar. Aber die Dinger sind unangenehm gerade. Okay. You made me angry. That was a bad idea. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich für die... Ich bin gerade wirklich am Überlegen, ob ich nicht vielleicht für die Übungsdinger einen von diesen Effekten aktivieren kann. Beispielsweise, obwohl alle kriegen einen Schaden, ist etwas ungünstig. Aber vielleicht irgendwie das mehr Schaden oder so. Weil alle kriegen einen Schaden, das würde zwar wahrscheinlich funktionieren, aber würde dafür sorgen, dass der Kampf, dass das Ding wirklich Ewigkeiten dauert. Und den Nerv habe ich, glaube ich, nicht. This should come in handy when crafting weapons. Glühender Zahn habe ich da gerade bekommen. Gut, in dem Falle. In dem Falle bin ich doch mal so frei und gehe erstmal nicht weiter. That was quite the little adventure we went on.
Objekte kaufen, verkaufen. Ich brauche nämlich, denke ich, ein bisschen Geld daher. Ich dürfte ja Materialien Dinge haben, die ich gut verkaufen kann. Damit ich genug zusammenbekomme, damit ich das Ding mir craften kann. Dann kriegen wir die Waffe wenigstens auch noch gecraftet in dieser Folge. Ich glaube, das sollte sogar schon reichen. Das sollte definitiv reichen. Waffe schmieden, Waffe fertigen, ja, der Reichvereiniger. Gibt nochmal plus 40 auf alle Arten von Angriff. Sehr schön. Endlich. Fertigen und ausrechnen. Ein Schwert geboren aus der Vereinigung zweier Gegner. Es kann Wege zu neuen Welten öffnen und zerschlitzt alles, was sich in den Weg legt. Damit habe ich nun auch die stärkste Waffe. Have you guys checked your equipment lately? Das Ding sieht schon ganz cool aus, muss man sagen. Gut, dann würde ich aber tatsächlich sagen, dass ich in dem Falle dann hier die Folge auch dann beende. Weil es bringt jetzt nicht sonderlich was, da nochmal wieder reinzugehen. Resistenz 50. Ich check einfach nochmal Inventarverteidigung. Wenn ich so schaue, denke ich mal, dass ich den hier als nächstes weitermachen werde. Weil der hier als schnellstes dann älter Schaden durch Bußschlag sollte ich dann machen. Du bist bei 613. Hat eine riesige Welle Astralenergie vom. Na komm, wieder nicht. Einfach mal mitnehmen. 500. Ah ja, 720 brauche ich für dich. Damit du Elementarangriff plus 50 noch, Durchdringung plus 50, Elementarverteidigung 50, Durchdringung 20, Elementarangriff plus 20, Resistenz 20. So, damit habe ich da den nächsten. Und hiermit habe ich hier auch den nächsten. Sehr schön. Gut, wie gesagt, dann beende ich hier jetzt diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.